Der Landesverband Berlin-Brandenburg ist der Spitzenverband der privaten mittelständischen Immobilienwirtschaft. In ihrem aktuellen Bestand verwalten sie Mitgliedsunternehmen über 14 Millionen Quadratmeter Gewerbefläche und 330.000 Wohnungen. Der Verband wirkt als fachlicher Berater für Entscheidungsträger aus der Politik und bringt seine Expertise bei Verwaltung und Gesetzgebungsverfahren ein. Wir haben Frau Kleber um ein Statement gebeten, was sie uns auch hat zukommen lassen. Leider kann sie heute nicht da sein. Insofern freue ich mich, dass Frau Böhm es verlesen wird. Ja, da bin ich wieder. Ich arbeite immer noch beim Nexus-Institut und lese jetzt einfach nur dieses Statement vor. Das ist meine Aufgabe. Partizipation. Moment. Das hat jetzt geklappt. Nein. Wie geht es hier weiter? Rechts, links? Hier? Aha, okay. Partizipation ist für die Realisierung von Projekten für die private Wirtschaft ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Quartiersentwicklung. Sie darf die formelle Beteiligung nach Baugesetzbuch nicht ersetzen, sie ergänzt sie. Partizipation soll die gedeihliche Quartiersentwicklung im Miteinander voranbringen und nicht im organisierten Gegeneinander zerstören. Die Regeln zur Partizipation müssen sich an dem Grundverständnis messen lassen, dass Eigentumsrechte und Baurecht in einer geltenden Rechtsordnung bestehen. Rechtliche Rahmenbedingungen müssen eingehalten und dürfen durch Partizipation nicht ausgehöhlt werden. Den Teilnehmern am Prozess darf im Sinne von Transparenz nichts anderes vermittelt werden, sonst scheitert die Glaubwürdigkeit. Unverzichtbar für die Beteiligung der Menschen im Quartier ist, getroffene Absprachen einzuhalten. Dazu gehört insbesondere, einen einmal vereinbarten Zeitplan und vereinbarte Rahmenbedingungen einzuhalten. Das wirtschaftliche Risiko tragen die Unternehmen. Sie tragen die Verantwortung für die Realisierung. Budget und Zeitplanung dürfen deshalb nicht frei disponibel sein. Die Beteiligung vieler soll über quartiersnahe Organisationen sichergestellt werden. Diese Organisationen benötigen unverzichtbar eine demokratische Legitimierung über BVV oder Abgeordnetenhaus. Sie müssen der Kontrolle dieser Gremien unterliegen und ihnen rechenschaftspflichtig sein.